Kraft, herzlich willkommen. Ich freue mich, den Vizebürgermeister der Stadt Linz begrüßen zu dürfen. Hallo, Bernhard Bayer. Grüß Gott. Sie sind als Vizebürgermeister von Linz zuständig für das Ressort Wirtschaft und Sie sind auch Aufsichtsratsvorsitzender des Tech-Centers und der Neuen Werft. Das Tech-Center wurde 2001 eröffnet. Ja. Was bringt denn jetzt ein Tech-Center der Stadt Linz? Was bringt es der Wirtschaft? Also ergänzend darf ich sagen, das Tech-Center 2001 eröffnet, vollkommen richtig. Und hier in der Neuen Werft sind wir seit 2015 aktiv. Und die Intention und der Grund für diese Gründung war letztlich, dass wir technologische Gründer unterstützen in dieser ersten Phase ihrer Unternehmensgründung, wo sie mit vielen Fragen beschäftigt sind und wo es in erster Linie einmal darum gehen soll, dass sie sich mit diesen Fragen der Unternehmensgründung auseinandersetzen können. Also wie bringe ich denn meine Idee letztlich in Schwung, wo sind meine Partner, die ich brauche, was muss ich alles in Bezug auf diese Idee letztlich auch berücksichtigen. Und nicht so sehr mit den Fragen, wo habe ich ein Büro, wie kriege ich eine Telefonleitung, wie funktioniert das mit der Hausverwaltung oder vielleicht mit der Postzustellung. Und dieses Service an sich unterstützt eben Gründer ganz wesentlich in dieser Phase. Und das Zweite ist natürlich auch die Mietunterstützung. Also Gründer haben in den ersten 3 Jahren eine Mietunterstützung hier am Standort und das ist natürlich auch eine große Hilfestellung. Da gibt es ein Paradebeispiel von einem Gründer, der gut begleitet wurde und aus den Nähten geplatzt ist und jetzt auch einen anderen Standort in Linz aufsucht und wo er trotzdem die Unterstützung noch findet. Ja, also es gibt viele Beispiele. Mhm. Es gibt wirklich viele Beispiele. Sie müssen wissen, in diesen fast 20 Jahren wurden in etwa 200 Unternehmen gegründet, entweder im Tech-Center oder auch hier in der Neuen Werft. Und da gäbe es jetzt viel zu berichten, wie wir dann auch unterstützt haben. Wir versuchen natürlich, wenn ein Unternehmen sagt, wir haben hier nicht mehr Platz oder ausreichend Platz, dann auch diesen Sprung bei diesem Sprung aus der Werft oder aus dem Tech-Center hinaus Unterstützung zu bieten, um sie natürlich am Standort zu halten. Das ist schon ein ganz klares Ziel, auch das wir verfolgen. Das Tech-Center ist eine öffentliche Einrichtung und die steht natürlich oft in dem Licht bei der Bevölkerung, dass sie viel kosten. Wie ist das denn im Falle vom Tech-Center? Nun, wir sind eine Gesellschaft, die wirtschaftlich hier gut aufgestellt ist und wo es darum geht, dass wir unsere Erstinvestition, die es natürlich gegeben hat, von Seiten der Stadt, von Seiten des Landes und von Seiten des Bundes, auch rechtfertigen und das gelingt uns sehr, sehr gut. Wir können durch die Erträge, durch die Mieterträge, die wir lukrieren und erwirtschaften, auch jedes Jahr positiv abschließen und damit stellen wir auch unter Beweis, dass nicht nur im Haus wirtschaftlich gedacht wird, sondern dass auch das Haus an sich wirtschaftlich ausgerichtet ist. Vor allem in den letzten Jahren ist ja die Gründerszene quasi explodiert. Man sieht, Tech-Center Neue Werft sind ausgebucht sozusagen. Welche Projekte stehen denn in der Zukunft an? Eine sehr positive Entwicklung, wenn ich das nur unterstreichen darf von meiner Seite. Wir haben ja vor 20, 25 Jahren immer wieder darüber diskutiert, wie können wir mehr Unternehmertum hin zu den jungen Menschen bringen? Wie können wir es schaffen, dass junge Menschen sich nach der Ausbildung oder auch schon während der Ausbildung Gedanken machen, auch selbstständig zu werden, so war der Ausdruck damals. Und diese Entwicklung in den letzten Jahren, denke ich mir, sind die Früchte von der Arbeit davor, dass es wirklich gelungen ist, jungen Menschen klarzumachen, hier gibt es für dich eine Chance. Wenn du eine Idee hast, dann kannst du in die Selbstständigkeit gehen, du kannst ein Unternehmen gründen, du kannst hier etwas bewegen, beflügelt natürlich auch durch erfolgreiche Beispiele aus der Startup-Szene, aber das ist etwas sehr, sehr Positives und das wollen wir natürlich am Standort auch weiterführen. Wir stoßen ein wenig an unsere Grenzen, das macht aber im Weiteren nichts aus, denn es kommt morgen vielleicht schon ein Gründer, der hier
situiert ist und sagt, okay, ich bräuchte mehr Fläche und ich muss daher diesen Absprung jetzt machen und dann wird wieder etwas frei und so gelingt es eigentlich sehr gut. Nichtsdestotrotz, wenn sich eine zusätzliche Fläche anbieten sollte, wo wir glauben, dass wir endlich gute Rahmenbedingungen bieten können, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass wir auch erweitern. Und gibt es auch ein Konzept, das geplant ist für die Zukunft? Konzept an sich, wir wollen die Idee oder das Konzept, das wir hier im Standort verfolgen, weiterführen. Es ist eine sehr durchlässige Struktur. Die Gründer, die Unternehmen sind Tür an Tür, profitieren auch voneinander, weil jeder mit einem anderen Problem konfrontiert ist. Man tauscht sich aus und damit entsteht auch so etwas wie ein besonderer Lerneffekt. Also wenn wir in Zukunft erweitern wollen, dann ähnlich baulich und auch strukturell, wie wir es hier in der neuen Werft oder im Tech-Center haben. Vielen Dank, Herr Vizebürgermeister Bernhard Bayer, für dieses Sehr Interview. Sehr gerne. Dankeschön. Danke Ihnen. Danke euch fürs Dranbleiben. Das war Tech-Center trifft neue Werft für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal.